What is up, my friends? Ich bin's wieder, euer Crazy Memphis von Let's Play Crazy Games. Das hier ist Yakuza und der Templer Cormac. Jawohl, willkommen zurück zu Diablo 3. So sieht das aus. Wir sind jetzt hier noch im versteckten Lager und sollen jetzt den Leuten hier unten in der Stadt helfen. Das wird jetzt eine ziemlich lustige Mission werden. Schauen wir mal, ob wir sie hinkriegen. Also ich kann euch gleich sagen, als ich die Mission das erste Mal gespielt habe und natürlich auch alleine gespielt habe, habe ich die Mission... Oder ich sag mal, dieses Nebenereignis, das habe ich voll verkackt. Das habe ich voll verkackt. Ja, wollen wir mal schauen, ob wir es diesmal hinkriegen. Ja. Belial hat seinen Angriff auf die Stadt begonnen. Los, gehen wir. Ashara ist bereits bei der Kanalisation. There we go. Oh, wobei kommt das? Doch, das ist hier, ne? Ja, doch, das ist das. Alles klar. Oh Gott. Hilfe! Belial ist verzweifelt. Wenn es sein muss, würde er die ganze Stadt vernichten, um uns aufzuhalten. Als die Feuerbälle anfingen, vom Himmel zu fallen, haben wir angefangen, die Leute in Sicherheit zu bringen. Hier sind sie geschützt. Wir werden retten, wen wir retten können. Die Eisenwölfe werden euch bis in den Tod unterstützen. Ich habe gesehen, wie sich Leute unter den Wagen verstecken. Alright, here we go. Let's fail for the win. Ja, den werde ich jetzt noch nicht mitnehmen, weil ich werde erstmal immer versuchen, die hinteren zu machen. Woppa! Ihr kommt mit. Ihr kommt mit. Hep, hep, hep. Oh, weg! Weg! Uiuiuiui. Halt, hier versteckt sich noch jemand. Okay, alright, alright, alright. Wessen Zorn haben wir uns nur zugezogen? Ja, lauft! Mädels, lauft! Hört auf rumzumeckern, sondern lauft! Hey, und lasst meine Leute in Ruhe! Bitch! Halt! Hier ist noch jemand. There we go. So, und... lass meine Leute in Ruhe. Und weg hier. Leute, weg da. Ihr seid doch wahnsinnig. Alright. Jetzt kannst du auch mit. Los, alle rein da. Nein, ich wollte da gar nicht rein. Oh nein! Oh, ich sag ja, let's fail for the win. Shit, kann ich da wieder raus? Ja. Oh. Oh, Leute, Leute, Leute. Es tut mir leid, es tut mir so leid. Lass mich in Ruhe. Okay, there we go. Muss ich die jetzt alle nochmal neu machen? Nein. Okay. Du kommst mit. Du kommst mit. Alright. Oh, 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 das wird knappi die knapp, knapp. Oh, oh, Leute, lauft. Oh Gott. Hilfe, ich werde das, glaube ich, nicht schaffen, oder? Oh, Leute, macht euch weg. Oh, okay, ich habe keine Geisteskraft mehr. Shit. Du noch. Come on. And there we go. Hier ist auch noch jemand. Lacht euch weg, wir haben keine Zeit. Lalalala. There we go. Oh, 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 halt, warten, warten, warten. Ah. Okay. Kommt, Leute. Lauft. Lauft. Okay, wir haben es geschafft. Scheint so. Wir haben es geschafft. Wow. Trotz übelst fälligem Start. Oh mein Gott. Naja. Benutze deine Macht, so wie ich es dir beigebracht habe, und reiße diese Tore ein. Trete zurück. Ich habe es noch immer nicht ganz unter Kontrolle. Boom, yeah, Leia. So, das wollen wir doch haben. Jetzt geht's gleich zum Bossfight. Do die, do die. Ihr wagt es, euch uns in den Weg zu stellen? Okay, easy. Und ihr denn? Ihr verwandelt euch in diese Viecher also, ja? Aha. Ihr seid ja drauf. Ihr seid ja drauf. Den Rest gegeben. Haltet sie auf! Okay, hier ist ein bisschen tricky. Oh, den schaffen wir noch. Nice. Oh, 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 oh.
Und hopp! Kniet vor den Dienern Belials. Die Illusion dieses Zauberers versperrt uns. Ah. Töte ihn! Ich liebe meine Glocke. Au. Alright. Hallo. Okay. Und here we go. Oh, mach doch mal hier. Saug mal an die Leute. Nice. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Okay, deswegen brauche ich jetzt erstmal ein bisschen wieder Geisteskraft. Okay, here we go. Bling, bling. Easy. Noch einmal, Tochter. Ich fühle mich so schwach. Na komm schon, Lea. Du kannst es! Du musst! Jetzt! Und yeah! Es liegt jetzt an euch. Beeilt euch. Ich muss hier bleiben und mich um Lea kümmern. Alles klar. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall der Bossfight, bin ich der Meinung. Here we go, Belial. Jetzt wird es lustig. Oh mein Gott. Jetzt werden wir rausfinden, wie schwer er wirklich mit den Nahkampfleuten ist. Ich bin gerade noch rechtzeitig gekommen. Zeigt mir den Seelenstein. Ihr werdet ihn bald sehen. Er wird euer Gefängnis sein, Belial. Wie schlau von euch. Aber wisse dies, Nephalem. Asmodan weiß von dem Stein und allem, was er beinhaltet. Selbst wenn er mich besiegt, wird er euch und jeden einzelnen eurer kläglichen Art auslöschen. Da lache ich doch drüber, Belial. So, jetzt kommt erstmal ihr hier. Schwupp. So. Schnauze voll. Okay, für die brauche ich noch nicht mal meine Kräfte zu verschwenden. Die sind ja voll easy. Nice. Immer Truppe. Jawohl, und Ruhm des Nephalem auch noch. Kriegt er ja doppelt so viel auf die Schnauze. Ich werde nicht fallen. Diese Welt ist mein. Na, schauen wir mal. Here we go. Round 1. Belial. Bling, bling. So, schön wieder Geisteskraft sammeln, weil die werden wir definitiv gleich brauchen. Ja. Einmal noch, zack. Here we go. Ich werfe diese lächerlichen Illusionen von mir. Ab jetzt geht's los. I can take this. I can take this. No. There we go. Ausgewichen. Nice. Ausgewichen. Ja. Treffe ich ihn überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob ich ihn treffe. Aber scheint ja so. Au. Hier, für dich, du Bitch. Nee. Waha. Jau. Oh, jetzt kommt wieder sein komischer Giftstrahl. Da husch noch einmal kurz durch. Jawohl. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Muss man ja wirklich sagen. Woppa. Oh, oh. Okay, jetzt heißt es hin und her laufen. Wie ist es? Hör auf damit! Lass das! Ich hasse das! Wow! Oh, jetzt kommen auch noch... Ja, stimmt, jetzt kommen ja auch noch normale Gegner hinzu. Wow! Here we go! Ja. Nein, Giftspucker! Wow! Wir haben ihn gleich, auf jeden Fall haben wir ihn gleich. Lauf! Okay, wieder zurück. Wow! Nein!
Belial, ey. Wow! Alles klar. Den schaffen wir locker. So schwer ist er gar nicht, finde ich. Boom! Bye, bye, Belial! Yeeha! Nice! Wuhu! Nein, ich will den Rubin, jawohl. Dann möchte ich gern noch den anderen Rubin. Komm her, den Helm nehmen wir nochmal mit. There we go. Schnell! Schließ Belials Seele in den Stein ein. Es ist ironisch, dass ein so verderbter Mann wie Soltun Kull eine so große Rolle bei unserer Rettung spielt. Einst war Kull ein rastloser Feind der Hölle. Lasst uns aus seinem Leben lernen. Je länger wir gegen das Böse kämpfen, desto leichter fällt es ihm, unsere Herzen zu verderben. Alright, sehr, sehr easy. Also ich fand den Belial jetzt gar nicht so schwer mit der Nahkampfklasse, muss ich wirklich sagen. Also ich fand's auf jeden Fall machbar. Ich meine, ihr habt's ja selbst gesehen, war auf jeden Fall easy. Und ja, bin ich mal gespannt, was Asmodan dann an Laden bringt. Here we go, ist nochmal wieder zum versteckten Lager. Das machen wir doch. Heute ist ein guter Tag. Ihr habt dieses Land befreit und einen Herrscher der Hölle in die Knie gezwungen. Genießt diesen Moment. Denn morgen geht der Kampf weiter. Keine Zeit, sich auszuruhen. Asmodan plant schon jetzt unsere Vernichtung. Der Herr der Sünde ist ein hinterlistiger Taktiker. Er wird uns dort angreifen, wo er glaubt, dass wir es am wenigsten erwarten. Und da, wo eine Niederlage unseren Willen brechen würde. Du lernst schnell, Lea. Du musst jetzt in die große Bibliothek von Caldeum gehen und die Arbeit deines Onkels fortsetzen. Jawohl, auf dass die Arbeit von Onkel Deckard noch weiterleben sollte. Und aufgestiegen bin ich natürlich auch wieder. Sehr schön. Here we go. Pretty nice. Und jetzt würde es dann in den Akt 3 gehen, so wie das aussieht. Schauen wir aber erstmal, was wir hier am Start haben natürlich. Okay, braucht kein Mensch. Ups. Go. Hey. Und RB ist auch wieder was Neues. Aha. Erhöht eure Lebensregeneration sowie euer, sowie die eurer Verbündeten. Alright. Das hört sich gut an. Was ist das denn? Gegner erleiden Schaden, wenn sie euch oder eure Gruppenmitglieder im Nahkampf angreifen. Oh, auch nicht schlecht. Aha, was hatte ich denn hier drin? Erhöht die Chance, Angreifen auszuweichen, die vor... Ja, okay, okay, okay. Wir nehmen mal diesen, wa? Sieht doch gar nicht mal so schlecht an. Alright, dann würde ich sagen, gehen wir mal ab in den Akt 3. Here we go. Ich kann jederzeit auf. Lasst es mich wissen, sobald ihr... Jetzt kommt wieder eine Cutscene. Oh yeah. Like a candle in the wind. Oh mein Gott. Prinzessin Leia. Der Seelenstein, jawohl. Ich kann das alles einfach nicht verstehen. Deswegen musst du doch nicht den Stift kaputt machen. Was entgeht mir, Onkel? Was ist es, das ich sehen sollte? Denk nach, Lea. Denk nach. Ich
Schau in den Seelenstein und du wirst es herausfinden. Oh, jetzt hat sie sich einen Schuss gesetzt. Und jetzt kommt erstmal der Trip. The Bad Trip. Wow. Okay. Waren das jetzt nicht die drei? Belial, Asmodan und Diablo selber? Waren das nicht gerade die? I don't know. Ha. Huh. Wow. Du hältst dich für so schlau. Na freilich. Dachtest du hättest uns alle getäuscht. Meine Brüder sind einer nach dem anderen in deine Falle getappt. Doch nicht ich. Ich trotze dir. Ich weiß, der schwarze Seelenstein ist der Schlüssel. Und er wird mir gehören. Das bezweifle ich sehr, also... Meine Armeen werden sich aus dem geborstenen Berg ergießen und diese Welt und jede Hoffnung zerschlagen. Glaub's doch wohl selber nicht. Meine Diener werden den Stein finden. Wo auch immer du ihn versteckst. Ja, dann musst du schon mal bei mir vorbeikommen und mit mir ein Wörtchen reden. Endlich werde ich Asmodan herrschen als das oberste Übel. Das bezweifle ich, Asmodan. Du kommst auch von mir den Arsch übelst versohlt. Definitiv. Lea, geht es euch gut? Sprecht mit mir, Kind. Tyrell. Die Dämoneninvasion kommt vom Ariad. Alright. Here we go. Akt 3, würde ich mal sagen. Der vorletzte Akt, meine lieben Freunde. Wir kommen langsam zum Schluss. Deum ist von Belial und seinem Blendwerk befreit. Nur Asmodan bleibt. Den schnappen wir uns noch, den kleinen Sack. Der kleine Dicky, der wird erstmal in die Schranken gewiesen. Armee aus, um vom Herzen des Ariad-Kraters anzugreifen. Ach, seine Armee. Tja, Kindergarten. Die Bastion. Alles Kindergarten. Ist alles, was noch zwischen uns und dem sicheren Untergang steht. Ich werde nicht zulassen, dass sie fällt. Jawohl, und ich werde sie natürlich dabei unterstützen, dass sie nicht fällt. Here we go! Machen wir sie alle platt, die Säcke. So. Die Verteidigung der Bastion wird durchbrochen werden. Die Soldaten sind versprengt und fliehen vor Asmodans Horden, die sich aus dem Ariad-Krater ergießen. Und wenn die Bastion fällt, wird Asmodan den schwarzen Seelenstein an sich nehmen. Wenn das geschieht, ist diese Welt verloren. Die Bastion wird standhalten. Ich werde ihre Verteidiger versammeln. Entzündet die Signalfeuer und zeigt diesen Soldaten, dass wir noch nicht besiegt sind. Die Rettung ist da. Geht. Ihr werdet dort unten gebraucht. Tyrael wird diese Menschen nicht enttäuschen. Das weiß ich. Alright, ja, wir sollen jetzt 5 Leuchtfeuer entzünden. Also dieser Akt ist irgendwie, finde ich, auch mit einer der coolsten, weil die Mission macht richtig Spaß. Ja, here we go. Der schwarze Seelenstein wird wärmer. Er begehrt auf. Er widersetzt sich. Sie flüstern mir aus dem Inneren zu. Die Dämonen im Inneren versuchen zu entkommen. Allein deine Kraft kann den Stein zusammenhalten, meine Tochter. Alright. Das ist eine schwere Bürde. Ah. Genug gelabert, Adria. Ich hab noch zu tun. Okay. Hier haben wir jetzt mehr oder minder unsere Bastion, wo wir dann noch einkaufen können und unsere Sachen halt wieder erledigen können. Ach, ich liebe das Gefühl, einen wertvollen Gegenstand
Gegenstand zu finden, der seit Jahren vergraben gewesen ist. Großartig. Eine 74er Hose. 17 Stärke, 17 Vitalität. Okay, dafür kriege ich aber meine Geschicklichkeit wieder weg. Fuck you, kannst du behalten. Dämonen und Tote überall. Perfekt fürs Geschäft. Okay, kannst du auch alles behalten. Dumme Sau. Wir müssen ausharren. So, der Teleporter funktioniert noch nicht. Den müssen wir dann erst noch klar machen. Achso, halt, jetzt wollte ich nochmal was schauen. Und zwar... nein, die kann ich noch nicht, ne? Ab... 30. Was war denn noch dieses? Das kann ich nämlich schon mal hier wieder so ein Höschen anziehen. Die gibt mir nämlich auch Geschicklichkeit. Die hatte ich halt mit der Dämonenklasse habe ich die gesammelt gekriegt. Und ja, habe ich sie natürlich mir in die Truhe gelegt für meinen Mönch. So muss das sein. So, sie hat auch noch zwei Sockel. Infolgedessen gehen wir dann auch nochmal kurz hier zum Collegen. So, wir wollen einmal auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden. Oh, das gibt aber nicht viel, ne? Ja, was soll's, komm. Einmal den Grün für Geschicklichkeit und einmal Stärke. Jawohl. Here we go. Nice. Ihr habt den Befehl des Engels vernommen. Lasst den Ruf erschallen. Die Bastion wird nicht fallen. Huha! Nichts kann euch mehr retten. Pretty nice, alright. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Hallo. Streitaxt. Okay. Wohoho. Hallo. Okay, nice one. Also hier müssen wir uns definitiv überall umschauen, weil, wie gesagt, wir müssen hier Leuchtfeuer entzünden. Oder, ja, sagen wir mal Leuchtfeuer dazu. Ich bin da gerade im Dark Souls Modus, deswegen Leuchtfeuer. Here we go. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, das tut weh. Lass mich in Ruhe. Ei, raus aus dem Gift. Geht ja gar nicht. Nice. Das war ein würdiger Gegner. Prächtig. Oh, gib mir mal den Schrein, bitte. Schrein der Gunst, jawohl. Mehr Goldbonus und sowas. Ja. Wow. Alright. Ach, hier war auch noch eine Falle. Ups. Oh, hier ist viel los. Wow, hier ist mega viel los. Here we go.
ein guter Treffer. Here we go. Meine Güte. Wie sagt man? Wo geht die Party ab? Hier geht die Party ab. Oh yeah. Wow. Okay, schauen wir uns hier nochmal kurz ein bisschen um. Lalala. Oh, hier ist ein Büchlein. Boah, ist hier viel los. Hier, guckt euch das an. Wow! Uah! Spürt die Faust der Götter. Uah! Wow. And again. Boom. Here we go. Nicht genug Geisteskraft. Okay, diesmal hat man die gar nicht gesehen, aber sie scheint wohl doch funktioniert zu haben. And saugen. Jawohl. Du kleiner Geier hier, ne? Du haust jetzt erstmal ab, so. Wuhu! Action ohne Ende. So, eine Breitaxt habe ich auch noch gefunden. Können wir mal gucken, ob hier der Kollege was hier brauchen kann, wa? Oh, die sind sogar alle schlechter? Hä? Alright. Oh, ich würde ja zu gern mal eine andere Waffe benutzen. Zu gerne, ganz ehrlich. Wisst ihr was? Ich teste das jetzt einfach mal aus. Nicht rummeckern, ich werde die einfach mal jetzt nehmen, um zu testen, wie das so ist. Achso, habe ich jetzt... Ja, okay, ist eine einhändige, okay. Nur einfach mal, um zu testen, wie das so ausschaut. Okay, gerade langsamer bin ich nicht geworden. Ha. Schauen wir mal. Oh, da oben ist schon... Da gehen wir zuerst hin. Da ist so eine Leuchte. Leuchtfeuer, ich komme. Ihr seid ein willkommener Anblick, Heldin. Okay, there we go. Okay, so, somit haben wir jetzt das erste Leuchtfeuer entzündet. Uah. Mach dich weg und du auch. Alright. Hier scheint eine ruhige Ecke zu sein. Ja. Dann würde ich nämlich sagen, dass ich hier jetzt einen Cut einlege. Wird wieder Zeit. Ja, und wir machen dann natürlich hier direkt weiter im nächsten Part. So sieht das aus. Also, wenn euch der Part wieder ein wenig gefallen hat, dann hinterlasst Yakuza, dem Templer Cormac und mir ein wenig Liebe mit einem Daumen nach oben. Und ja, wir sehen uns dann zur nächsten Runde Let's Play Crazy Games Diablo 3. Und danke natürlich, dass ihr wieder am Start gewesen seid. Wieder richtig nice von euch. Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haha.